So, machen wir mal weiter. Ein gigantisches Problem und schaffen einen unfassbaren Leidensdruck. Und hier versucht man eben so ein bisschen, die Droge ist es nicht allein, es ist nur das Setting. Wenn das Setting gut ist und so weiter, dann ist die Droge kein Problem. Und genau das ist ja das Fazit, was so ein bisschen daraus klingt. Die Droge ist nicht das Problem. Wenn alles gut ist und so weiter, dann ist ja die Droge kein Problem. Oh doch, das ist sie absolut. So, dann ungefähr bei Minute 11:40 ungefähr wird dann, und das ist wirklich auch so ein Punkt, wo ich echt ins Staunen. Steigerst dich schon ein bisschen rein, Herr Teichmann, ne? Aber es ist schon goldig, ne? Kam. Dann ist ja dieser Herr, der sich dann, der hat dann zwei Studien irgendwie damals gemacht, im Auftrag auch vom damals vom Gesundheitsamt, glaube ich, oder so. Wieso schaut euch das genau an? Und der kam zu zwei Schlüssen. Einmal, dass Alkohol viel schädlicher ist als Ecstasy, und einmal, dass Ecstasy oder das Reiten schädlicher ist als Reiten ist schädlicher als Ecstasy. Ich habe zwei Studien veröffentlicht. Eine legt dar, dass Alkohol schädlicher ist als Ecstasy. Und in der zweiten habe ich geschrieben, dass Ecstasy weniger gefährlich ist als Reiten. So. Und so etwas stehen zu lassen, das meine ich auch mit schädlicher. So etwas ist absolut, so etwas wirklich stehen zu lassen und nicht zu sagen, was bedeutet schädlich. Man kann doch nicht ernsthaft wirklich das Ganze. Er sagt dann auch, er wurde dann gefeuert aus dem Gesundheitsamt. Richtig. Zu Recht Ja. so. Ein Gesundheitsamt hat einen Auftrag. Es geht nicht nur darum zu zeigen, guck mal, es passieren mehr tödliche Unfälle beim Reiten als durch Ecstasy. Ja, durch Ecstasy stirbt vielleicht nicht direkt jemand. Aber das, was ich gerade meinte, deswegen ist dieser Punkt. Ecstasy zerstört aber unglaublich viel Leben, zerstört viel Freude, zerstört ganz, ganz, ganz viel Positivität, die der Körper selbst schaffen sollte, die dann nur noch durch die Drogen geschaffen werden und danach eben keine Freude mehr da ist. Ich habe mit so vielen Jugendlichen gesprochen. Ecstasy ist etwas. Jeder, der vielleicht Ecstasy mal genommen hat, wird wissen, wie er sich ein, zwei Tage danach fühlt. Wenn der Körper all seine Reserven an Glückshormonen, an Glücksserotonin sozusagen rauslässt, ist danach erstmal der Körper leer und ihr fallt in eine Depression. Das macht ihr jetzt häufiger. Praktisch eure Rezeptoren werden nicht mehr so sensibel. Ihr werdet bei den normalen Mengen im Leben eben nicht mehr so viel Freude empfinden. Es gibt so, so viele Beispiele dafür, dass eben, ja, dieser Mensch stirbt nicht, aber er ist. Ja, das ist tatsächlich richtig. Also ich kann hier gar nichts hinzufügen. Drogen machen, also Substanzen machen immer verschiedene Dinge. Vielleicht kann man das mal so erklären, weil viele trinken ja beispielsweise Kaffee oder trinken, also ich trinke lieber Tee tatsächlich, also grünen Tee, um, naja, nicht unbedingt um wach zu werden, aber das macht so eine gesunde Wachheit eher. Also ich finde den grünen Tee einfach oder Matcha als Wesen, also ist ja auch wesentlich gesünder, nicht wesentlich gesünder, aber, um das mal zu verstehen, weil jeder weiß beispielsweise, wenn er oft Kaffee trinkt, dass irgendwann eine Resistenz kommt, dass man irgendwann merkt, okay, jetzt habe ich nicht mehr diesen Kick, jetzt brauche ich, es macht mich eigentlich gar nicht mehr wach. Ja, das hört man auch von vielen Leuten, die sagen, oh, mich macht das nicht so wirklich wach. Morgens aber, wenn sie aufstehen, das muss dann aber auf jeden Fall sein, so ein Kaffee zum Wachwerden. Übrigens wäre es geiler, wenn ihr euch irgendwie ein kleines Workout machen würdet, aber das ist ein anderes Thema. Man wird resistent und das hat damit zu tun, man hat ja mal gesehen, diese Rezeptoren, wie das funktioniert. Das sind zwei Zellen gewesen, als man diesen Psychiater gesehen hat. Das sind zwei Zellen, die miteinander kommunizieren. Damit Zellen miteinander kommunizieren können, gibt es beispielsweise Neurotransmitter. Das wurde hier in der Beitrag beispielsweise auch in einem gesagt. Also da wurden gesagt, Hormone, Botenstoffe, Neurotransmitter wurden, glaube ich, genannt. Und Hormone und Neurotransmitter sind nicht unbedingt das Gleiche. Ja, so im Sinne von, ja, das ist halt alles so. Ne? Das ist halt. Worauf wollte ich hinaus? Wenn, ihr müsst euch das so vorstellen, dass wenn eine Substanz von außen etwas in unserem Körper auslöst oder in der Substanz etwas drin ist, das beispielsweise den Neurotransmitter ersetzt, dann bedeutet das für den Körper Folgendes. Er merkt, okay, von außen kommt etwas.
Das heißt jetzt für mich als Körper, ich muss jetzt nicht mehr unbedingt selber produzieren. Ich kann meine Ressourcen, die ich habe, für andere Zwecke nutzen. Das ist jetzt sehr einfach dargestellt. Und dadurch kommt es bei verschiedenen Substanzen, je nachdem wie stark konzentriert die sind, kommt es dazu, dass wir Resistenz aufbauen, aufgrund dessen, dass der Körper bemerkt, dass die Substanz von außen kommt. Das heißt, ich muss selbst nicht mehr dafür sorgen, wach zu werden, im Sinne von bei Koffein, sondern jetzt gibt es etwas von außen, ich kann meine Produktion runterfahren. Ja, wenn du jetzt ein Unternehmen gründest und du produzierst etwas, und da gibt es ein Unternehmen, die sagen, ach, wir produzieren das auch und wir machen das kostenlos. Dann sagst du doch auch, oh, gut, dann kann ich meine Produktion ja runterfahren. Dann spare ich ein bisschen Geld. Und in dem Fall sparen wir ein bisschen Ressourcen. Und deswegen entstehen letztendlich auch Süchte oder dadurch braucht man dann letztendlich auch immer mehr. Das ist ja beim Alkohol die gleiche Sache. Nur wirkt es bei jeder Droge natürlich auch etwas anders. Droge macht halt immer diesen Zustand. Also unabhängig davon, aber jede Droge ist einzeln zu betrachten. Das heißt nicht, dass das alles unbedingt süchtig macht oder halt auch nicht sehr, sehr stark süchtig macht. Ja, Sucht ist ein nicht so einfaches Thema. Es gibt Drogen, die man komplett meiden muss, weil sie sofort süchtig machen. Und ja, das ist ganz wichtig zu wissen. Das ganz, ganz ist für mich, wollte ich jetzt einfach mal hier erwähnt haben, damit ihr das mal gehört habt. Und wir gucken weiter. Unglücklich, es zerstört ein Leben. Und deswegen kann man doch bitte nicht reiten als gefährlicher als Ecstasy darstellen. Ich hätte diesen Mann doppelt gefeuert und ich hätte ihn hier gar nicht aussagen lassen. Nur ganz kurz, ja, da hat er recht. Also das macht man einfach als Wissenschaftler nicht. Ja, da sieht man einfach, dass die Kompetenz irgendwo nicht ganz da ist. Wenn ich Reiten mit Drogen vergleiche, da ist die Kompetenz dann irgendwo, die ist irgendwo anders, aber nicht in der Wissenschaft. Aussage ist eine absolute Gefahr für Jugendliche. Jugendliche denken sich, ah, okay, Alkohol ist gar nicht schlimm, Ecstasy ist noch viel harmloser und noch harmloser als Reiten, hey, und kommen gleich noch zu und hat ganz, ganz viele tolle Vorteile noch. Ich teste es mal aus. Und das ist ein absolut fataler, fatale, fatale, fatale. Das ist so schlimm. In dieser Doku wird null, 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 null über Risiken von Drogen gesprochen. Und auch wenn hier davon immer wieder mal gesprochen wird, ja, in klinischen Fällen bei Depressionen. Aber allein schon die Überschrift sagt ja, es geht ja um alle. Werden wir mehr Drogen nehmen? Es geht nicht nur um Depressive. Da würde ich nämlich noch zustimmen. Es ist spannend für ein Setting, in einem Psychologen-Setting und so weiter, bei Depressionen und so weiter, um wirklich mal gewisse Gefühle überhaupt mal fühlen zu lassen und so weiter. Es könnte spannend sein für die Forschung. Aber hier sprechen wir eben von Reiten und Ecstasy für alle, nicht für Depressive. Und das ist, ich könnte mich wirklich unfassbar darüber aufregen. Wir kommen mal weiter. Genau, dann wird ungefähr bei Minute 12:30 eben dieses Schadenspotenzial, was dann neu gemacht wurde, praktisch oben ist dann ganz, ganz oben ist Alkohol. Und dieses Schadenspotenzial ist ganz, das ist eben genau das, was ich meine. Selbstschädigung und Fremdschädigung. Und es geht hier um direkte Schädigung, die man misst. So, Alkohol ganz oben, wie gesagt, viele wissen gar nicht, wie schlimm Alkohol ist absolut furchtbar, hatten wir eben auch schon im Video. Das heißt aber nicht, dass Ecstasy, LSD und solche Sachen eben völlig harmlos sind. Aber diese Tabelle, also wenn jemand das liest, dann denkt er ja, Moment mal, Alkohol trinken ja alle, ist ja flüssig Brot und so weiter. Und Ecstasy ist so weit drunter. Hey, das ist ja völlig, das kann ich ja mal ausprobieren und so weiter. Und es ist nicht so. Es sind alles, Schadenspotenzial ist viel, viel mehr als Fremdschädigung und Selbstschädigung. Ganz kurz, ja. Kann nur zustimmen. Und hier ganz, ganz, ganz fatal meiner Meinung nach, das auch so in diesem Kontext zu zeigen. Dann, wie gesagt, es geht weiter. Bei Minute 15 irgendwas werden eben die Klassen sozusagen von Drogen gezeigt. Und hier wirklich in diesem Kontext wirklich zu sagen, es gibt Upper, es gibt Downer und es gibt Allrounder. So, und Upper sind zum Beispiel Koffein und
Kokain, so ungefähr so in einer Sparte. So, wisst ihr was? Koks ist genauso wie Kaffee. Und dann gibt es noch die Downer, da ist so Heroin, Opiate und Baldrian. Wirklich so in einer Klasse zu nennen, als wäre es wirklich erstmal das Schadenspotenzial, dann diese Klassifikation, Baldrian, Opiate und so weiter. Und dann gibt es noch die Allrounder, ne? Da ist dann so irgendwie LSD und so weiter. Also absolut fatal, Baldrian und Opiate zu nehmen. Es ist einfach unfassbar, das so in eine Klasse zu werfen. Das gehört nicht in eine Klasse. Komme ich auch gleich wirklich in meinem letzten Schlusswort nochmal dazu, was Drogen eigentlich bewirken. Komme ich gleich mal zu meinem Fazit und bitte, bitte dranbleiben. Ich kann euch da wirklich viel zu sagen. Ab Minute 15:40 ungefähr wird dann auch nochmal darüber gesprochen, dass ja eigentlich Drogen nichts anderes machen im Gehirn, als das, was das Gehirn ja selbst macht. Das heißt Neurotransmitter, das Gehirn spricht ja die ganze Zeit sozusagen. Also die Nervenzellen kommunizieren ja die ganze Zeit mit Neurotransmittern miteinander. Also auch wenn ihr Glück empfindet, sprechen, ich sage es ganz, ganz, ganz flach, damit ihr euch das einfach vorstellen könnt, dann gibt es praktisch, einige tauschen sozusagen, oder es wird im synaptischen Spalt sozusagen über Serotonin kommuniziert, das steigert dann das Glücksempfinden und die Drogen machen ja eigentlich genau das Gleiche. Im Grunde wirken die Hormone in unserem Gehirn auch wie Drogen. Und das ist wirklich Wahnsinn. Drogen machen ja das Gleiche. Und deswegen, und das ist ganz interessant, deswegen sind wir ja eigentlich nie clean. Richtig clean geht also eigentlich gar nicht. Auch so eine Aussage ist Blödsinn. Aus psychologischer Sicht, aus neurophysiologischer Sicht ist das Blödsinn. Absoluter Blödsinn. Wenn man dazu führt, und jetzt wirklich nochmal ganz kurz, wenn man weiß bis heute nicht exakt, wie darüber gesprochen werden. Neurotransmitter funktionieren nie alleine. Man kann nie sagen, so Serotonin, du bist glücklich. Es gibt so viele Antidepressiva, die auf unterschiedlichste Art und Weise wirken, obwohl sie das Gleiche sozusagen bekämpfen. Man kann über Dopamin plötzlich, es gibt Zusammenhänge zwischen allen Neurotransmittern. Man weiß bis heute nicht, ob es praktisch, wenn zu lange zu viel im Spalt ist, ob dann praktisch eine Desensibilisierung kommt, man weiß bis heute nicht exakt, was dort passiert, auf welcher Ebene, welche Neurotransmitter wie mit anderen sozusagen in Verbindung stehen. Man weiß es überhaupt nicht bis heute. Also die Argumentation überhaupt nicht, damit habe ich was dagegen. Mit überhaupt nicht habe ich schon etwas dagegen. Es gibt schon sehr viele biochemische Prozesse, die sehr, 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 sehr wohl bekannt sind. Und dass Dopamin- oder Serotonin-Aufnahmehemmer durchaus sehr wohl wirken, dass sie tatsächlich unterschiedlich aufgebaut sind, hat damit zu tun, dass sie meistens auch zusätzliche Präparate noch drin haben. Ja, man kann beispielsweise GABA einführen oder sowas. Da muss man dann halt auch immer individuell schauen, was hat denn die Person quasi gerade für Defizite. Ja, und dann kann man auch entsprechend aufbauen. Es ist aber richtig, weil er auf einen bestimmten Punkt hinaus will, dass wir ein geschlossenes System haben, dass wir letztendlich, dass die Stoffe in unserem Körper immer miteinander harmonieren oder sie konkurrieren miteinander. Da geht es jetzt um Hormone oder Neurotransmitter oder auch generell um andere Substanzen, die wir beispielsweise auch durch die Nahrung aufnehmen. Wir wissen beispielsweise oftmals, dass wir bestimmte Nahrungsergänzungen aufnehmen würden, was tatsächlich sinnvoll teilweise ist, dass da aber auch ein Komplex an anderen Stoffen noch, dass da andere Stoffe noch relevant sind. Was aber nicht bedeutet, dass wir diesen einen Stoff nicht erhöhen müssten. Das ist nur eine Sache von, wir müssen zwar zum Beispiel, wenn wir uns jetzt um Serotonin kümmern, dann müssten wir die Kofaktoren auch kennen und die ebenfalls behandeln. Und da ist es halt immer wieder individuell zu schauen und das ist natürlich auch dann wirklich auch komplex irgendwo. Aber diese biochemischen Prozesse, die sind eigentlich schon mehr oder weniger bekannt. Sie sind bekannt, aber sie sind in der Öffentlichkeit nicht bekannt und auch vielen Psychologen nicht bekannt, vielen Psychotherapeuten nur so bedingt bekannt. Ja, da muss man sich halt sehr in die Materie mit integrieren. Es gibt halt sehr viele Stoffe und sehr viele Vorgänge und viele Stoffe, die miteinander in Kombination stehen, auch in Kofaktoren.
sozusagen als Kofaktoren agieren. Aber es ist schon relativ safe, dass wenn man Dopamin erhöht, dass, weil man einfach festgestellt hat, dass Menschen, die depressiv sind, eben wenig Dopamin haben. Das ist natürlich trotzdem auch nicht das Endresultat, wenn man jetzt sagt, okay, ihr braucht jetzt einfach nur mehr Dopamin. Eine Depression ist hauptsächlich oder sehr viel auch durch einen ganz negativen, durch eine negative Grundhaltung auch. Das ist jetzt ganz komplex, da gehen wir jetzt besser nicht drauf ein. Er hat schon recht, dass das ein komplexes System ist, aber dass dieses Wissen nicht vorhanden ist, das ist nicht so ganz richtig. Es ist bedingt richtig und klar, ihr müsst euch immer so vorstellen, wir werden niemals 100% alles kennen, weil jeder Mensch auch anders ist. Das heißt, wir hätten dann irgendwann nicht nur ein Wissen vom Menschaufbau, sondern wir hätten zig Aufbaupläne für Menschen, weil wir zig unterschiedliche Körper haben. Das heißt, es gibt kein Endziel in dem Sinne, sondern wir haben immer nur Teilwissen, aber wir können auch mit Teilwissen sehr, sehr gut arbeiten. Und Dopamin, Serotonin erhöhen bei Depressionen hilft auf jeden Fall. GABA, Nahrungsergänzungsmittel sehe ich persönlich auch als extrem wichtig an und eine gesunde Ernährung. Heute, es gibt zig Was ist das? Was ist hier los? Leute. Ich höre nichts. Ist nicht gut. Warum höre ich nichts mehr? Simon, wo bist du? Ah, okay. Depressiva, die alle auf unterschiedlichste Art und Weise wirken und das auch bei unterschiedlichsten Patienten auf unterschiedlichste Art und Weise wirken. Sonst gäbe es ja... Ganz kurz, das, was ich eben gesagt habe, genau das, da ist Noradrenalin, Dopamin, Aufnahmehemmer, das hat, weil die alle miteinander verbunden sind, ne? Also wir wissen schon relativ genau, welche biochemischen Prozesse da stattfinden, sie sind halt nur komplex und den meisten, also das werden wir uns alles auch gar nicht merken können, weil das so komplex ist, da muss man sich immer wieder mit den Themen beschäftigen, wenn man das dann macht oder jemand, der sich dann darauf spezialisiert hat, der kann das dann schon eher sich merken. Also es ist halt verdammt viel Wissen, was man sich da aneignen muss. Und dann muss man sich halt auch noch merken. Nur ein Antidepressiva bei Depressionen, weil praktisch der Grund der Depression ist recht ähnlich bei vielen Leuten. Aber die Heilungsmethode ist, oder die Bekämpfungsmethode ist so unterschiedlich. Man weiß überhaupt nicht, was da exakt passiert. Und zu sagen, dass dieses unfassbar komplexe System ja eigentlich ist, dass Drogen eigentlich das so ähnlich das Ganze machen, dass es praktisch bei zu viel Aktivität, zu Psychosen, zu Angstzuständen, zu viel Aktivität führt auch zu unterschiedlichsten anderen Krankheiten wie Parkinson und so weiter. Es gibt so unfassbar viele Risiken, wenn man da nur klein wenig zu anders eingreift in das Neurotransmittersystem, kann es Auswirkungen auf alles haben, auf alles, auf Psychosen, auf Krämpfe. Ja, das ist der Grund, warum es natürlich dann medizinisch begleitet wird. Auf alles, alles, alles Mögliche. Und dieses unfassbar komplexe Zusammenspiel ist so komplex. Und zu sagen, dass Drogen ja eigentlich das Gleiche machen wie, und dass man deswegen eigentlich... Ja, die Aussage ist mal wieder dumm. Ich würde mich halt nur nicht so darauf rumreiten auf einer Sache. Nie wirklich clean ist eine so dumme, und da sitzen ja irgendwie zwei Ärzte oder so, es ist so eine dumme und gefährliche Aussage, dass ich es kaum glauben kann. Und dann geht es noch weiter, dann sagen die, deswegen dürfte man ja Drogen eigentlich nicht kriminalisieren, weil sonst müsste man ja auch irgendwie das Gehirn selbst kriminalisieren. Psychoaktive Drogen stimulieren Botenstoffe und regen damit bestimmte Prozesse in unserem Gehirn an. Bedeutet die Kriminalisierung solcher Substanzen überspitzt gesagt nicht auch die Kriminalisierung dieser Prozesse? Um nicht zu sagen, der Funktionsweise unseres Gehirns? Absoluter Blödsinn. Man kann, weil da ähnlich oder mit ähnlichen Stoffen gespielt wird im Gehirn, aber mit einem unfassbar viel kaputt machen kann, ja, deswegen kann man es kriminalisieren. Es ist ein Riesenunterschied, so etwas zu sagen.
So, nach dem Thema wird dann ganz, ganz viel über die positiven Eigenschaften gesprochen. Auch das werde ich euch jetzt nicht alles einblenden, aber wie gesagt, hier geht es dann sehr, sehr stark um die positiven Eigenschaften, was es dann machen kann. Es kann die Kommunikation zwischen anderen Arealen und so weiter verbessern und so weiter. Es wird nur positiv gesprochen, nur. Also wie gesagt, also ich hatte halt ein bisschen differenten Eindruck von der Studie und der Dokumentation. Also wir sind ja jetzt schon bei einer halben Stunde. Also ich habe diese Negativität einfach nicht ganz so wahrgenommen wie er. Er hat jetzt natürlich die Dokumentation mehrfach geschaut. Mir sind halt manche Sachen auch gar nicht mehr so im Kopf geblieben. Ich hatte aber auch den Eindruck, dass viele, viele Aussagen wirklich nicht so ganz treffend waren. Aber ich hatte trotzdem nicht, als ich dann da raus bin, das Gefühl, dass hier gerade die Drogen verherrlicht werden. Also das muss ich tatsächlich, also ich würde es halt nicht so, also er ist wirklich sehr, 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 sehr kritisch, was ich aber auch irgendwie das Gefühl habe, er hat so diesen Papa, diesen, diese, so eine Papa-Einstellung, dass er unbedingt, Alter, wie ist der an? Dass er unbedingt nicht möchte, dass sich Menschen mit Drogen konfrontiert werden müssen. Ich glaube, er hat so im Kopf, dass er halt diese Erfahrung gemacht hat und er selber auch ganz anders tickt. Also er wäre ein Mensch, er würde niemals zu Drogen greifen. Ich genauso wenig. Ich halte davon gar nichts, weil wir haben natürlich auch das Studium hinter uns und wissen um die Konsequenzen und dass es andere Möglichkeiten gibt. Aber wie gesagt, es ist halt so eine individuelle Betrachtung. Wir haben halt so viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Persönlichkeiten. The way to go ist immer, dass wir ohne Substanzen leben können. Und es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Für mich ist es immer so, stellt euch da mal so eine Pyramide vor. Es gibt ganz oben, wären für mich so wirklich Sachen aus der Therapie, die du machen solltest, um aus der Depression zu kommen. Für viele Menschen ist das aber nicht geeignet. Das ist halt die Wahrheit. Das ist leider die Wahrheit. Für viele Menschen sind viele Sachen nicht geeignet, weil sie keine Lust darauf haben teilweise. Weil sie auch den Glauben dahinter nicht haben. Dass sie glauben, dass einem das helfen kann. Ah nee, das hat mir nie geholfen. Oder sowas ist Schwachsinn oder sowas ist Unsinn. Beispielsweise arbeitet man mittlerweile auch sehr viel. Also bevor ich jemanden Drogen hinweisen würde, würde ich zu anderen Substanzen, wie beispielsweise unsere Ernährung, Ernährungsumstellung, das wäre etwas richtig Geiles, weil das noch zusätzliche Benefits hat. Sport ist ein absolutes Antidepressivum. Weil es gibt so viel geile Möglichkeiten, damit Menschen aus der Depression kommen, aus der Angst kommen, aber es gibt dann halt auch jene, die halt tiefer drinne sitzen, die vielleicht auch Traumata haben, die verschiedene Probleme haben und dann letztendlich auch eher vielleicht auch dazu geneigt sind, solche Substanzen, oder dann ist man auch geneigt, eher zu sagen, ja, dann sind solche Substanzen vielleicht auch mal ein bisschen. Also ich habe generell gar nichts dagegen, also um mal meine Meinung zu sagen, Psychedelika als einzusetzen, um damit Leuten zu helfen. Aber es gibt sehr viele Dinge, die uns eben beeinflussen. Und er weiß natürlich auch aus seinem Studium, aus seiner Erfahrung, dass es ganz, ganz viele natürliche Wege gibt, da rauszukommen. Und jetzt haben wir hier ein Thema, wo man sagt, okay, wir können mit Drogen, können wir das auch regeln. Das sind aber dann für Menschen, die halt für alles andere nicht offen sind, die keinen Bock haben auf Meditation, auf Konfrontationstherapie oder auf Verhaltenstherapie, die vielleicht auf gewisse Medikamente nicht anspringen oder die keinen Bock haben, die Medikamente zu nehmen, keine Lust haben, sich mit irgendwas auseinanderzusetzen. Es gibt viele Menschen, die neigen dazu, ich habe keinen Bock auf alles. Gerade wenn du depressiv bist, ist es schwer, diese Menschen zu motivieren. Und dann gibt es halt, wenn die natürlich dann eine einfache Möglichkeit hätten, um dann wieder klarer im Kopf zu werden, durch Psychedelika, dann ist das ein gutes Mittel.
Und das ist das, was eigentlich in der Dokumentation ein bisschen besser ausdifferenziert deklariert werden sollte oder hätte so sein sollen, dass man das so ausdrückt und somit die Menschen ein bisschen besser aufklärt. Es ist halt wirklich, da werden in dieser Dokumentation, und das ist halt so das Schwierige daran, immer mal wieder so Informationen so da, aber das ist aber typisch bei der Dokumentation. Das ist halt, da kommt der zur Sprache, der zur Sprache, der zur Sprache, und eigentlich hat das gerade nur so bedingt miteinander zu tun. Es ist nicht so einfach, dem Ganzen zu folgen. Im Großen und Ganzen fand ich die Dokumentation gar nicht mal so schlecht, aber er nimmt gerade die Sachen auch raus, die mir auch aufgefallen sind, die einfach kritikwürdig sind und Sachen aus dem Zusammenhang geschnitten werden oder gerissen werden, die halt nicht miteinander kompatibel sind.